Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Meeple Show. Ja, die Meeple Show am Freitagabend, die Primetime Freitagabend Unterhaltungsshow im Bereich der Brettspiele. Die erste nach der Messe Essen 2018. Letzten Freitag waren wir noch alle zusammen in Essen und haben so einiges erlebt. Das erzähle ich unter anderem heute über die ganze Show verteilt in den einen oder anderen Beitrag. Des Weiteren zeige ich ein wenig was von dem, was euch hier auf dem Kanal in Zukunft erwarten wird. Denn ich habe natürlich das eine oder andere auch mitgenommen und bin auf das eine oder andere auch sehr stolz. Das meiste, wie ihr seht, ist sogar noch in Folie. Klar, ist ja gar keine Frage, warum. Aber das wird sich natürlich auch in Zukunft zeitnah ändern. Denn das eine oder andere werde ich natürlich auch auspacken, spielen, werde ich alle für euch und dann auch für alle berichten. Aber hier jetzt erst einmal sozusagen ein Überblick, was es denn so gibt. Ja, wie war Essen für mich? Das, wie gesagt, schiebe ich gleich in die nächsten Teile. Und wie immer in der Meeple Show starten wir mit den Chorus. Und bei den Chorus möchte ich heute erst einmal etwas ankündigen. Es blutet mir das Herz, muss ich so ernsthaft sagen, heute das allerletzte Mal Michael von Mike's Gaming Net. Mike's Gaming Net war eine Institution in der Rezensionswelt. Er hat zusammen mit mir selber vor 6 Jahren angefangen und hat nun sozusagen das Handtuch geworfen. Michael mit fast 1000 Rezensionen, ein ganz großes Leuchtfeuer. Das sind also im Grunde 150 pro Jahr, kann man sagen, vielleicht 180 pro Jahr. Michael, du hast einen so tollen Job gemacht. Danke auch dafür, dass du hier so lange Chorus warst. Ich hoffe, ich komme demnächst mal zu dir innerhalb der nächsten 12 Monate und besuche dich mal. Und dann spielen wir einfach, ohne dass wir irgendwas drehen. Hat alles gar nichts mit Video zu tun. Wir spielen einfach zusammen. Das leuchtet so ein bisschen. Wir spielen einfach zusammen mal ein bisschen Spiele, schnacken und haben einen netten Abend zusammen. In diesem Sinne, danke mein Lieber, dass du dabei warst. Es war mir persönlich eine Ehre, dich hier in der Show zu haben. Und dir zu Ehren gebe ich jetzt als allererstes direkt zu dir in den ersten Kursbuch, zu deinem allerletzten Video, was ich hier veröffentlichen werde. Ja, und zu deinen Ehren auch dieser Blog. Also du bist der Einzige in diesem Blog und danach bin ich dann zurück mit Essen. Bis dahin habe ich ganz neue Spiele auf dem Tisch. Auch das ganz witzig, ich werde heute zwischen jeder Folge neue Spiele haben. Aber egal, jetzt Michael, deine Bühne, deine ganz alleinige Bühne zum letzten Mal. Danke nochmal, dass du dabei warst. Du bist ein ganz großer. Hallo liebe Brettspielfreunde, hallo lieber Nils, ich bin's wieder, Michael von Mike's GamingNet. Und auch in dieser Woche möchte ich euch wieder ein Spiel vorstellen aus meiner aktuellen Serie Spiele, die man solo spielen kann. Heute schauen wir uns an Professor Marples aus dem Hochverlag. Ein Spiel mit 60 Aufgaben, bei denen es ums Umschütten von Sachen in Reagenzgläser geht. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns gleich mal an. In Professor Marvels geht es darum, durch Umschütten von Kugeln in Reagenzgläser das Ziel zu erreichen. Was haben wir hier alles? Eine Anleitung, kommt mal weg. Wir haben hier dieses Ringbuch mit den 60 Aufgaben und hinten drauf den Lösungen. Und diese erste Aufgabe schauen wir uns mal an. Das hier vorne ist immer das, was man aufbauen muss. Das heißt, wir brauchen das Reagenzglas mit der 4 darauf, wir brauchen das mit der 3 darauf und der 2 darauf. Das sind die Reagenzgläser, die im Spiel sind. Und wir füllen hier ins erste Reagenzglas 3-mal rot und 1-mal gelb ein. Den Rest brauchen wir hier nicht. Und hier haben wir noch so einen kleinen Zeitmesser, bei dem kann man einstellen, wie viele Runden man brauchen darf. Das steht hier unten drauf auf den Aufgaben. Und am Anfang sollte man einfach schauen, dass man einfach die Aufgabe irgendwie löst und später mal ja in den benötigten Zügen, die Professor Marbles gebraucht hat. Das wird aber teilweise richtig schwierig, weil später braucht man wirklich, wenn man das so anschaut, so gegen Ende mal 11 Züge, 12 Züge. Also da ist dann richtig oft Umschütten angesagt, was das Ganze natürlich brutal schwer macht. Wie funktioniert das Umschütten? Oder was ist das Ziel überhaupt? Das Ziel ist es hier, das hier hinzukriegen. Und das Problem ist, ich darf nicht einfach jetzt die eine Kugel umschütten und dann aufhören und juhu, fertig, sondern ich muss immer das komplette Reagenzglas in ein anderes reinschütten, bis das voll ist und den Rest lasse ich natürlich da drin. Und damit lösen wir jetzt kurz die Aufgabe. Wir schütten also jetzt diese Kugel mal hier in die 3 rein. Da passen genau 3 rein und die 4. bleibt hier drin.
Und jetzt muss ich nur noch die zwei hier rauskriegen. Die schütte ich hier in die zwei. Zack, zack. Dann ist hier voll. Und die eine darf übrig bleiben. Und somit haben wir die gestellte Aufgabe erledigt, dass die gelbe Kugel in der 3 ganz unten liegen muss. Wie gesagt, da gibt es dann die unterschiedlichsten Aufgaben, was am Ende dann sein muss. Und die Lösungen, wie gesagt, gibt es auch wieder hier hinten drauf. Da wird dann einfach angezeigt, welches Reagenzglas man in welches umschütten muss. Das ist sehr, sehr cool gemacht und ja, macht eine Menge Laune. Wer also geduldig ist und gerne Sachen umschüttet, jetzt im Sinne von Rätseln, der ist hier an der richtigen Adresse. Und da sind sie auch schon wieder vorbei, meine heutigen 3 Minuten für die Meeple Show. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, www.mikes-gaming.net. Da findet ihr alle 2 bis 3 Tage neue Brettspielvorstellungen. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder hier auf diesem Kanal bei Nils und seiner Meeple Show. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke, Michael. Danke, danke. Ja, und da sind wir zurück. Ihr seht, eine neue Kollektion steht auch schon hier. Ja, noch einmal danke für das Ende einer Ära, Michael. Ich wünsche dir alles Gute bei deinen neuen Projekten. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns in irgendeiner oder anderen Form nochmal. Ja, Essen. Lass uns also in der Nachbereitung hier über Essen sprechen. War ja wieder mal eine fulminante Show. Es gab so einiges zu berichten darüber. Aber ich glaube, in einem aktuellen Thema jetzt hier möchte ich als allererstes erst einmal über den großen Knaller reden. Jedenfalls den großen Knaller innerhalb der Industrie aus meiner Sicht. Asmodee kauft Blackfire. Ja, damit verschwindet ein weiterer Distributor vom Markt. Im Grunde geht er in der Asmodee-Familie unter, die ja auch schon Esdivium haben. In Spanien Edge, in den skandinavischen Ländern, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, spielt aber auch keine Rolle hier an der Stelle, die eigentlich schon alle Distributoren in Europa unter sich haben. Man hat ja auch Rebel vor kurzer Zeit gekauft, also die wild um sich herum in Europa einkaufen und somit wirklich nicht nur eine Macht sind, nicht nur eine Machtbasis sind, sondern jetzt auch wirklich fast quasi den gesamten Weg zwischen Publisher und Händler, also zwischen den großen Handel, den klassischen Großhandel kontrollieren. Erstaunlich, ja, da muss man natürlich gucken, wie es dann weitergeht. Sehr spannend auf jeden Fall, was da passiert und mal gucken, wer dann in Europa sozusagen aufsteigt. Denn wenn jemand gekauft wird, gibt es ja auch immer die Möglichkeit des Aufstiegs für jemanden anders. Ja, das als große aktuelle Neuigkeiten. Dann möchte ich auch was zu mir sagen als aktuelles. Ich werde jetzt nach Essen ein wenig runterfahren. Ich nehme einfach mal mit meiner Familie ein wenig Urlaub vom Stress. Der November wird also sehr runtergefahren. Darum gibt es auch keine Meeple Show in 2 Wochen. Deswegen fallen jetzt auch 2-mal das Panel of Board Game Experts aus, denn ich bin nicht da. Ja, und dann im Dezember starten wir wieder durch. Da sind wir dann wieder da. Direkt im Dezember geht es wieder los. Der November erwartet also ein wenig weniger. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich noch ein paar Folgen, die ich auch immer wieder mal hochladen werde und die ich auch uploaden werde. Aber es wird halt nicht täglich Videos geben, sondern nur 2 oder 3 Tageweise. Aber damit wisst ihr dann eigentlich schon mal, was los ist. Die aktuelle Serie, die ja gerade so in den letzten Zügen ist, die geht natürlich auch noch ganz normal zu Ende. Die aktuelle durchgespielt Serie zu Dragon's Gate College. Und danach, wie gesagt, dribbelt es so ein wenig aus. Löw wird euch noch ein bisschen unterhalten in der Zwischenzeit, auf jeden Fall. Ja, und ich werde dann im Dezember wieder schwupp dabei sein und wieder richtig Gas geben. Das verspreche ich euch. Und dann müssen wir mal gucken, was das Jahr 2019 sozusagen bereithält. Aber ich werde weiterhin dabei bleiben. Ja, jetzt gebe ich direkt rüber zur nächsten Runde der Chorus auch schon. Und heute in der zweiten Chorus-Ecke habe ich auch wieder was Neues. Ich habe nämlich die Spiele-Dinos dabei. Die Spiele-Dinos habe ich auf dem Pressetag bei Pegasus das erste Mal face-to-face getroffen. Und jetzt auch wieder in Essen. Ganz sympathische zwei. Ah, wisst ihr was? Lernt sie doch einfach selber kennen. Als allererstes gebe ich jetzt direkt ab an die Spiele-Dinos. Ja,
Und danach ist dann auch noch dabei der Frank aus dem Spieleschrank, den kennt ihr natürlich auch, einer meiner Co-Hosts vom Panel of Board Game Experts oder auch hier. Ja, und dann bin ich nochmal wieder dran mit dem sogenannten Spezialthema, aber auch da geht es heute um Essen, die Essen-Nachlese und so weiter. Da werde ich dann ein wenig mehr über mein Loot erzählen und was ich so vorhabe mit dem Löw. Ja, Dinos übernimmt. Hallo Nils, danke für die Einladung in die Meeple-Show. Wir freuen uns sehr, hier Gäste sein zu dürfen. Genau. Ganz kurz, ich bin Melanie, das ist Angelo und wir zwei sind die Spiele-Dinos. Unser Thema in der Meeple-Show wird sein Spiele mit Tieren. Und den Anfang macht ein sehr witziges Spiel, und zwar Krasse Kacke von Pegasus. Genau, es ist ein Familienspiel und wir zeigen euch jetzt, wie es geht. Krasse Kacke ist ein Familienspiel für 3 bis 6 Spiele und relativ schnell gespielt. Natürlich kann man auch mehrere Runden nacheinander spielen und hat ganz sicher viel Spaß dabei. Bei Krasse Kacke geht es eigentlich darum, dass man Tiere beschuldigen muss, wer denn das Häufchen hier hinterlassen hat. Die Besitzer der Tiere sind ausgegangen, kommen nach Hause und sehen ein Häufchen auf dem Boden. Jetzt muss rausgefunden werden, wer es denn war. Da sind wir schon bei dem Thema. Krasse Kacke ist ein einfaches Denk- und Reaktionsspiel. Jeder Spieler hat die gleichen Karten auf der Hand. Ein Hamster, Schildkröte, Hase, Papagei, Fisch und eine Katze. Ihr entscheidet einfach, wer als erstes anfängt. Jeder nimmt seine Karten natürlich verdeckt auf die Hand. Und dann geht es los. Der erste Spieler platziert ein Tier und sagt, mein süßer, knuffiger Hamster war es nicht. Es war, glaube ich, eine Schildkröte. Nun sind die anderen Spieler alle an der Reihe und müssen so schnell wie möglich hier ihre Schildkröte drauf platzieren und sagen, nein, 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 meine Schildkröte war es nicht. Meine Schildkröte hat zufällig gesehen, dass es eine Katze war. Und so geht das Spiel einfach Runde für Runde weiter, bis mal der Zeitpunkt einfach gekommen ist und keiner mehr ein Tier einfällt oder vielleicht schon die Tiere alle in dem Haufen liegen. Das heißt, wenn das passiert, zum Beispiel einer sagt, es war eine Katze, keiner hat aber eine Katze mehr, tja, Pech gehabt, dann war es wohl doch das Tier von dem Spieler zuvor. So wird Krasse Kacke gespielt, bis letztendlich ein Spieler 3 dieser Häufchen hat. Und der hat das Spiel dann ganz schön verkackt. Ihr habt gesehen, Krasse Kacke ist ein schnelles Spiel, ein lustiges Spiel vor allem. Richtig schön illustrierte Karten. Das Spiel selber ist, glaube ich, für alle Altersstufen gut geeignet, egal ob Kinder oder auch im Familienbereich. Ich denke, das kann man auch noch mit den Eltern spielen. Oder auch mal die Omis. Ich glaube, da sind die ganz schön zackig unterwegs. Genau, die Regeln super schnell erklärt. Ganz einfach Spielprinzip. Ich lege was ab. Der Nächste, der als erstes seine Karte oben drauf legen kann, ist wieder der nächste Spieler. Der sagt ein Tier an. Und so gibt es richtig schön Chaos am Tisch. Es knallen ab und zu mal die Hände gegeneinander. Da muss man aufpassen. Deswegen sind die Karten auch schön dick und bunt und hochwertig. Und ganz sicher wird bei Krasse Kacke echt, echt viel gelacht. Auf jeden Fall. Das Einzige, was uns jetzt nicht ganz so, der Titel, da hätte man sich vielleicht ein bisschen was anderes, weil ich habe es öfters in der Hand gehabt und habe mir gedacht, nee, sowas möchte ich nicht. Aber es ist ein mega witziges Spiel. Wir haben es jetzt auch schon mit allen Gruppen durch und macht voll Spaß. Genau, das wäre unser Beitrag für die erste Meeple-Show. Wir sagen danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Na Mensch, liebe Freunde der Meeple-Show, heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen, das ja natürlich am Tisch besser funktioniert als online. Aber man kann es online spielen, wenn man eine Runde zusammenkriegt. Auf boateajeu.net könnt ihr das 10 Jahre alte, mittlerweile Dixit spielen. Erschienen bei Liebe Lund, Jean-Louis Rubira. Worum geht es bei Dixit? Wer es noch nicht kennt,
man einen Spieler erklärt, sagt einen Begriff, ein Lied, vollkommen wurscht, zum Beispiel Open Your Mind, und wählt sich von seinen 6 Handkarten eine Karte aus, die er meint, dass die dazu ganz gut passt. Anschließend suchen alle anderen Mitspieler auch eine Karte aus, die ihrer Meinung nach ganz gut zu Open Your Mind passt. Der Erklärbär mischt die Karten und teilt sie aus. Ziehe alle anderen, weil der Erklärbär weiß ja, welche Karte er gelegt hat. Ziehe alle anderen ist jetzt zu sagen, welche Karte ist dann tatsächlich die Karte, die zu Open Your Mind passen sollte, also die der Erklärbär gelegt hat. Das wird zunächst blind gemacht. Und dann, wenn alle ausgesucht haben, wird umgedreht. Und man bekommt entsprechend Punkte. Derjenige, der die Karte gelegt hat, bekommt Punkte. Also in jedem Fall, auch wenn ich selbst gar nicht derjenige war, der sich das Wort ausgedacht hat, aber andere auf mich reingefallen sind, kriege ich Punkte. Und ich kriege natürlich Punkte, wenn ich auf die Karte tippe, die tatsächlich Open Your Mind bedeuten sollte. Ein wunderschönes Spiel. Ich hatte gehofft, dass der Chat dann in diesem Spiel aktiver ist. Ist er nicht, außer dass man sich viel Spaß wünscht mal. Aber ansonsten ist das ein schönes Spiel, und wenn einem gar keine Runde zusammenkommt, dann kann man das auch gerne mal zeitsouverän auf boitierjeu.net spielen. Vielen Dank, der Frank. Ja, danke Frank, danke auch an die Neuen, an die Dinos. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, kommen wir heute zum Spezialthema, und da befinden wir uns wieder in Essen, und da möchte ich so ein bisschen über den Loot reden, den ich habe. Ich habe hier wirklich versucht, einen schönen Mix aus neuem, alten, aber auch größeren und kleineren Verlagen hinzukriegen. Sachen, die ich immer schon haben wollte, so wie Pursuit of Happiness hier ganz außen. Das untere habe ich mitgenommen. Aber auch Monsterlands, der Kickstarter, oder Crisis at Steamfort, oder auch eher unbekanntere Sachen wie die Moorgeister, das neue Hokkaido, das ist der Nachfolger im Grunde von Honshu, Skylands von Queen Games. Ihr habt schon Folklore gesehen, ihr habt York gesehen, ihr habt Tikal gesehen, ihr habt Franchise gesehen, ihr habt Railroad Inc. gesehen. Alle diese Dinge werde ich euch zeigen. Und ich bin am Moment am Überlegen, ob wir noch eine Fallout-Show machen mit Löw. Da würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören. Das ist natürlich jetzt, wo ich im November weg bin, etwas schwierig und würde dann vielleicht erst im Dezember starten. Interessiert euch noch im Dezember eine Fallout-Show, dass wir also im Dezember das, was wir mitgenommen haben, auch erklären können, dass wir sozusagen im Dezember kurz mal rüber gucken können, was wir mitgenommen haben, wie es aussieht, unsere Ersteindrücke dazu schildern. Ich würde gerne mal eure Ideen wissen zu dieser Fallout-Show. Wie steht ihr dazu? Ja, das meiste habe ich ja schon im Vorfeld gezeigt, oder vieles. Das waren ja immerhin 65 Folgen in der Pre-Show. Da würde ich auch gerne wissen, wie kam eigentlich die Pre-Show 2.0 bei euch an? Wir haben ja alles gezeigt, wir haben das meiste auf dem Tisch, nein, wir haben alles auf dem Tisch gezeigt, wir haben nicht über ungelegte Eier gesprochen. Da würde ich gerne mal von euch wissen, hat das für euch einen echten Mehrwert gehabt, weniger zu zeigen, also nicht 1000 vorzustellen, sondern nur 60 vorzustellen, beziehungsweise 65, die aber wenigstens diejenigen, die wir schon kannten. Da würde ich gerne mal von euch darüber reden mit, und genauso über die Fallout-Show. Macht es für euch einen Sinn? Ist da für euch ein Mehrwert, wenn Löw und ich, oder ich und Löw, oder Löw und ich nebeneinander sitzen und darüber was sagen? Ich kann mir das auch mit anderen vorstellen. Es gibt auch Pläne mit anderen Leuten, solche Dinge zu machen. Aber wie findet ihr das, wenn zwei davor sitzen, auf dem Tisch, was gezeigt wird, eine Kamera von oben runter, da das Spiel aufnimmt, was auf dem Tisch ist, also das Material, und wir dafür viel zu sagen? Klar ist eins, vor der Messe
essen, kann man die wenigsten gespielt haben. Das geht nur mit einer Handvoll, vielleicht 30 maximal, die man vorher gespielt haben kann, wenn man sie denn schon als Prototypen gespielt hat, so wie ich zum Beispiel mal Coimbra vorher gespielt hatte oder auch Azul 2. Die hätte ich einfach vorher schon gespielt, weil ich die über die Jahre mit begleitet habe. Aber das fertige Spiel kann man eigentlich in der Regel kaum gespielt haben, weil es ja erst über 3 Wochen vorher produziert wird. Das kann man nicht machen, aber man kann natürlich einen guten Einblick geben, sozusagen einen Ersteindruck. Wobei auch dazu, wir haben dann ja die meisten nicht gespielt. Das heißt, journalistischer Anspruch ist hier eher sehr zurückgefahren. Man sagt einfach, was man sieht, was man in der Hand hält, was man von den Komponenten findet und wie man glaubt, dass die Regeln, wenn man sie denn gelesen hat, dann auch ineinander greifen. Also, heute im Spezialthema die Aufforderung an euch. Wie fandet ihr die Essen Pre-Show 2.0? Aber auch, wie würdet ihr zu einer Fallout-Show stehen? Das würde mich interessieren. Als drittes würde mich ebenfalls noch interessieren, welches ist eigentlich eure Lieblings-Facebook-Gruppe, in der ihr euch über Brettspiele informiert. Ich habe vor, nicht mehr meine Videos überall zu posten, sondern selektiv. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich das eine da poste, das andere da und das dritte da. Aber ich würde von euch gerne wissen, welches ist eure, von meinen Zuschauern, die Lieblings-Facebook-Gruppe Nummer 1, wo ihr euch informiert. Wenn ihr 2 oder 3 habt, dürft ihr natürlich auch 2 oder 3 einfach in die Kommentare reinschreiben. Ihr wisst, die Meeple-Show lebt davon, dass wir miteinander kommunizieren. Also schreibt ordentlich Kommentare, jetzt wo ihr wieder aus Essen dabei seid. Natürlich möchte ich auch ein bisschen über euer Loot erfahren, was ihr mitgebracht habt. Und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr unten reinschreibt, was ihr gemacht habt. Bei YouTube kann man leider keine Bilder posten. Wenn ihr das bei mir im Facebook-Post macht, ist es super. Postet einfach mal euer Loot-Bild dazu. Würde mich interessieren, was ihr mitgenommen habt. Auch vielleicht aus dem Grund heraus, welche Regeln ich als erstes lernen soll. Soll ich zum Beispiel als erstes für Skylands oder soll ich lieber als erstes für Crisis at Steamfall oder für Monsterlands etwas erklären? Das dürft ihr natürlich auch mitentscheiden. Ja, und dann gehen wir da auch drauf ein. Na, natürlich, ist ja gar keine Frage. So. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Spezialthema. Und jetzt gebe ich in den letzten Co-Host-Blog hier für diese Show, für die 53. Meeple-Show. Es übernehmen direkt der Weekend Wizard ist wieder dabei und natürlich auch Brettspielen.köln. Ja, ich würde sagen, ihr beide zeigt uns jetzt mal was. Bei Brettspielen.köln bin ich mir sicher, dass da bestimmt eine Essen-Neuheit auf den Tisch kommt. Und ich würde mich ja nicht wundern, wenn es nicht eine ist von... Na, von welchem Verlag wohl? Naja, so viele Verlage gibt es nicht. Dieser Verlag hatte eine große Neuigkeit. Mal gucken, was das ist. Ich würde sagen, ihr beide übernehmt jetzt einfach, macht den Abschluss und danach bin ich dann nochmal wieder kurz da. Bis dahin, alles Gute, euer Nils. Hier ist Stefan von Brettspielen.köln, heute wieder für die Meeple-Show. Heute sind wir sehr aktuell. Ich habe euch mitgedacht, Between Two Castles of Mad King Ludwig von Stonemaier und Bestia Games. Ja, wir werfen quasi gemeinsam den ersten Blick rein. Was haben wir? Handbuch, Anleitung. Sehr, sehr krasser Papierqualität. Einen doppelseitigen Wertungsblock. Karten. Gucken wir gleich mal rein. Ah, Wertungskarten. Sehr schön. Ein paar deutsche Schlösser und Burgen. Doppelseitig bedruckte Spielehilfen und Übersichtskarten. Und natürlich das Highlight. Game Trace Inlays. Dort passt das komplette Spiel rein. Was gehört hier rein? Genau. Die sehr schön bedruckten Stanzbögen. Ist das Spiel gut? Dieses Spiel? Keine Ahnung, ich gehe von aus. Ich meine, ist von Stonemaier und Bestia Games.
Kann also nicht so schlecht sein. Qualität ist astrein. Material sieht echt gut aus, fantastisch gut sogar. Warten wir es mal ab, ich werde es mal auspacken. Sobald wir die ersten 1, 2, 3 Runden gespielt haben, werde ich nochmal berichten. Das war Stefan vom Brettspiel.Köln. Damit zurück nach Bremen zu Nils und zurück zu den anderen Meeple-Show-Co-Hosts. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß. Ja, moin moin oder ganz herzlich willkommen zur Meeple-Show. Ich bin mal wieder der Weekend-Wizard, also quasi, was heißt mal wieder, immer noch. Und wir reden heute natürlich über Magic. Und ich wollte euch einfach mal, aufgrund vieler Fragen, wo man den Karten herkriegt, auch gebrauchte Karten, wollte ich euch meine Seite vorstellen. Die gibt es irgendwie schon ziemlich ewig und die hat eigentlich auch so ziemlich alles. Also ist werbefrei, ist einfach nur so ein Tipp von mir. Und zwar heißt die Card Market, also früher war es MKM, deswegen kann man auch bei Google noch nach MKM suchen. Magic Card Market, die haben ja mittlerweile auch diverse andere Trading Card Spiele. Und da gibt es auf alle Fälle die Möglichkeit, diverse Sachen zu ergattern, alt und neu, einzeln und in großen Paketen. Wir sind hier einfach mal auf der Startseite drauf und oben auf Produkte. Und da sieht man schon, es gibt Einzelkarten, Booster, ganze Displays, Sets, Slots, Sammlungen, also quasi gebrauchte Sachen von vielen Leuten oder einfach halt, ne, ja, Sets oder Lots, halt eine bestimmte Karte viele Male oder halt zum Beispiel viele Länder oder so. Dann gibt es hier auch mittlerweile Zubehör und allen Schnickelschnackel, Event-Tickets und Kartenmarket-Artikel. Das ist in letzter Zeit ziemlich groß geworden, die ganze Geschichte. Deswegen gibt es auch schon eigene Kartenmarket-Artikel hier. Finde ich ziemlich cool. Über die Seite, da kann man wirklich ganz frei die Sachen zusammenshoppen. Und ja, da findet man, denke ich mal, auf alle Fälle eigentlich immer das, was man braucht. Und ja, Preis ist da auch hinterlegt. Das sehen wir gleich bei den Einzelkarten. Wenn man hier jetzt mal drauf geht, wir sind jetzt hier bei Magic. Und da sehen wir jetzt hier, dass das nochmal schön aufgeteilt ist, wenn man da drauf geht. In Einzelkarten, Booster, Booster-Dips, Displays, Lots, Sammlungen und so weiter und so fort. Unten sehen wir dann auch so ein bisschen abgeschnitten noch, dass es auch Hüllen und Boxen und so einen Scheiß alle gibt. Aber am interessantesten finde ich immer, ist die Preistendenz und die sieht man halt bei den Einzelkarten. Also MKM ist auf alle Fälle ein guter Referenzwert immer, um zu checken, wo die Karten im Moment stehen, weil bei eBay, der wird einem ja gerne Diverses erzählt. Hier sehen wir auch schon mal so eine Seite, wie die aufgebaut ist. Und zwar könnt ihr oben die Karte nach Namen suchen, ihr könnt nach der Erweiterung suchen, also da sind jetzt gerade alle angewählt, nach Seltenheit, also sprich, ob es eine Common, Uncommon, Rare oder Mythic sein soll. Ob die verfügbar sein soll oder nicht, dann kann man sie sortieren nach Preis und so weiter und so fort und Listenansicht oder eine andere Ansicht wählen und da kann man das schon mal ziemlich gut eingrenzen, weil mittlerweile gibt es ja einen Arsch voll Karten und ihr seht, wie das hier aufgebaut ist, da sehen wir das Erweiterungssymbol, den Namen, den deutschen Namen, also erst Englisch, dann Deutsch, die Seltenheitsstufe, Verfügbarkeit, ab ist immer so ein grober Wert, ab wann man die kriegt, halt in nicht so guten Format, in Zustand und ja, dann kann man auch noch voll, kann man auch noch separat anklicken. Des Weiteren sehen wir dann auch den Preis. Ja, das Schöne ist wirklich hier, dass das immer ein ziemlich guter Richtwert ist, dass man das sortieren kann und hier findet man eigentlich ziemlich jede Karte, wenn man das nötige Kleingeld hat und die nötige Geduld. Funktioniert so, dass das von privaten Anbietern kommt, teilweise mittlerweile auch schon von Händlern. Das heißt, er guckt am besten, dass er, wenn er Karten bestellt, die nur ein paar Cent kosten, dass er die immer alle von einem Anbieter nehmt, weil sonst müsst er mehr Porto bezahlen als Karten, wenn es wirklich billige Karten sind, die er braucht. Und ja, ich finde, das ist eine ganz schöne Seite, wo man auf alle Fälle so ziemlich alles einshoppen kann als Magic-Liebhaber, was man so braucht. Gut, ich bin schon wieder durch für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao. Danke, ihr Lieben. Schön, dass auch die Magic-Fraktion mal wieder auf ihre Kosten gekommen ist. Und ihr wisst ja, ich persönlich bin auch immer ein Freund der Magic-Spiele bzw. der Sammelkartenspiele. Ihr kennt, ich habe schon Lightseekers vorgestellt. Ihr wisst, ich habe jetzt auch Force of Will mitgenommen. Habt ihr vielleicht gesehen? Auch ich mag das sehr gerne. Löw hatte ja das Munchkin Trading Card Game vorgestellt. Ihr wisst, auch ich mag die Trading Card Games sehr, sehr, sehr gerne. Ja, hier jetzt der Rest des aufgebauten nochmal. Auch da spannende Dinge dabei. Debtzilla zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was man davon halten soll. Gab auch ein niedliches kleines Kuscheltier dazu, aber natürlich auch Blue Lagoon oder dieses hier, das Spiel aus Russland. Hier habe ich sogar eins bekommen, was nur noch das letzte war. Es gab nicht mal mehr eine Box, es gab nur noch die ausgedruckten Teile. Ja,
Ich habe es mal mitgenommen, damit wir natürlich alles hier vorstellen können, denn das Thema spricht mich hier doch stark an. Ja, ganz kurz nochmal zum Feedback. Beim Feedback möchte ich heute auch ein Essen-Feedback machen. Ich möchte nämlich einmal sagen, danke an alle Verlage, die uns immer so toll unterstützen, die uns immer mit Rezensionsexemplaren vorsorgen. Erst einmal danke dafür. Natürlich auch Dank an euch, meine lieben Zuschauer, dass ihr immer so fleißig in die Texte, in die Kommentare reinschreibt. Aber der Bezug zu Essen, danke, dass ihr mich alle dort angesprochen habt. Es verging kaum ein Tag, an dem ich nicht 5 Minuten über die Messe gehen konnte, ohne Hände zu schütteln, ohne dass mich jemand angetippt hat. Und es macht mir richtig Spaß. Wer mich also jemals sieht auf einer Messe, immer ran. Ich bin immer freundlich, ich habe immer Karten für alle dabei. Das heißt also, sprecht mich an. Ich liebe das, diese Energie ist toll. Auch wenn ich manchmal gehetzt aussehe, weil ich von Termin zu Termin hetze. Zeitlich gesehen ist die Messe Essen wirklich stressig. Aber bitte sprecht mich weiterhin an. Das ist ein Traum für mich. Ja, das soll es heute auch mal mit dem Feedback gewesen sein. Kein langes Gelaber von mir. Und deswegen, wir sehen uns wieder in 4 Wochen diesmal. Und dann im Dezember, wie gesagt, starte ich wieder durch. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, einen tollen Freitagabend. Spielt was Schönes. Ihr habt ja auch einiges sicherlich aufs Essen mitgebracht. Denkt an die Kommentare nochmal. Euer Essen-Loot hätte ich gern auf Facebook. Und dann natürlich möchtet ihr eine Fallout-Show. Und wie fandet ihr die Essen-Pre-Show? Dieser andere Stil möchte ich von euch wissen. Einfach in die Kommentare rein. Und wir sehen uns dann wieder in 4 Wochen. Bis dahin, alles Gute. Euer Nils. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende. Tschüss.